Mach es uns nicht so schwer, stirb einfach. Ich glaube, der wird. Ich glaube, er hielt zu schnell hoch. Ja. Gib das Item. Hier, hier. Ein paar Critical Hits geben. Ah, toll. Warte mal, ich hab doch eine Idee. Ja, falsch machen. Damit Items wiederkommen. Aber warum kam jetzt der Regen? Weiß ich nicht. Vielleicht als Hilfe. Vielleicht als Hilfe. So, regnet's gerade? Nee, ne? Nein. Vielleicht kam der als Hinweis. Also hier war Sonne, hast du gesagt. Also ich habe die Sachen angeklickt und dann hat's angefangen zu regnen eben. Also hier war Regen, da war Schnee. Hier hat's geregnet. Hier war Sonne. Hier hat's geregnet, ich weiß nicht. Da war Sonne, ja. Und Sonne heißt was? Sonne, ja, wäre mehr Wüste. Oder in der Savanne gibt's. Savanne ist Akazie denn in dem Fall, ne? Ja. Okay. Ja, aber das Problem ist, bei zwei Sachen hat's geschneit. Geregnet. Ach, meine ich doch. Ja, wo hat's geschneit? Schnee ist Fichte. Ihr wollt nicht sagen, dass ihr immer noch da seid, oder? Ja, doch. Du hattest gerade ein Item. Ja, du hattest gerade leider ein Item. Wir wollten dich totboxen, aber wir wollten das Item aus deiner Hand greifen, aber es ging nicht. Oh nein, es tut mir leid. Und zwar hat's hier gerade geregnet, hier hat's geschneit, hier hat's geregnet, da war die Sonne. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Entweder hier Regen oder da Regen. Hey, warum denn Regen? Es hat gerade geregnet. Es hat gerade einfach geregnet. Keine Ahnung, warum. Also... Wo ist Schnee? In welchem Fichte, ne? Fichte. So, bei dir ist Sonne. Hier ist Sonne, hier. Warte mal, ich sortiere das mal danach. Sonne, ja. Welcher Block ist das? Das ist Schnee gewesen. Hier war Regen. Das ist der letzte. Wo regnet es denn noch? Aber ja. Ist Birke nicht immer da, wo Regen Schnee? Regen kann es überall regnen. Nee. Im Schneegebiet sind meistens Fichten. Birke, Sonne, Regen? In den anderen drei Biomen regnet es überall. Es muss noch einen anderen Hinweis geben. Lieber Regengott, mach bitte. Im Birken- und Eichenwald regnet es und im Tropenwald regnet es auch. Aber du hast es eben gesehen mit dem Regen, ne? Ja. Aber es waren im Prinzip bloß der Block und der hier hinten, die sich unterschieden haben. Kann man da nichts erkennen, wenn man... Hier schneit schon wieder. Es schneit. Ja, hier regnet's. Hier regnet's auch. Hier regnet's auch. Hier wie habt ihr das denn gemacht, dass es regnet und es schneit? Gar nicht. Es kam einfach... Hä? Hier liegt jetzt Schnee drauf. Ich habe mich einfach gerade hier raufgestellt. Jetzt vielleicht bei einem mehr als beim anderen? Hier ist es Snow. Hier spritzt der Regen, glaube ich, höher, oder? Was ist denn das dunkelste Holz außer Fichte? Glaube ich, das dunkelste. Nee, Schwarzeiche. Nach den Farben bin ich auch schon gegangen. Vom Holz her ist es dann wäre Schwarzeiche. Ich würde eigentlich sagen, Birke, das ist hellste Holz. Hier Schwarzeiche. Das hier sieht für mich so aus wie Eiche. Ich habe keine Eiche. Ich hätte zu dem Akazie gesagt. Akazie oder so orange. Ja, so. Habe ich. Was hast du noch? Dschungel Fichte und Trope? Achso, Fichte und Trope. Was ist Fichte und was ist Trope? Fichte ist auch dunkel. Ja, dann müsste man eigentlich... Fichte den lila Block nehmen. Aber Tropen ist auch ein bisschen rötlich. Ja, aber nicht ganz so viel wie Akazien. Das funktioniert ja, also auch nicht. Sag's mir selber. Ist das dunkler oder ist das dunkler? Das hier. Ja, dann wäre ich jetzt nach der Helligkeit gegangen, ne? Nee. Birke, Schwarzeiche, Akazie, Trope, Fichte. Richtig? Nee, ne? Ich hab's rausgefunden, die Lösung. Stell dich mal auf einen Block und drück F3 und guck dann beim Biom nach. Da wird doch das Biom angezeigt, ey.
Ach, du willst mich doch verarschen, das war doch beim letzten Mal auch schon so. Wo wird Biom nochmal angezeigt? Links. Dark Forest. Oh, hier ist Biom. Hier ist ja, Birke. Also sag mal, ich sortiere mal den Scheiß. Okay. Also ja. Das erste ist Birke. Ja. Dann, oder muss man jetzt vielleicht noch gleichzeitig die Reihenfolge der Blöcke beachten, die gefallen sind? Ich würde deine Reihenfolge sagen, ne? Weil hier, da konnte man ja vorne nicht raufgehen. Deshalb sind die vielleicht runtergefallen. Sag mal an, weiter. Ja, das Lilane hier ist Dark Forest, also Schwarzeiche. Ja, warte. Dann haben wir hier Savanne. Savanne ist Akazie? Hier haben wir Snowy Tiger und das ist dann die Fichte. Fichte. Und hier ist Jungle. Also der Tropenbaum. Schau ich das jetzt? Oh. Einer noch? Geht mal weg. Oh, davon habe ich ja gar keine Ahnung. Was? Was steht da? Entschuldigung, aber ich würde jetzt zu gerne einfach das als erstes nehmen, das als zweites, das als drittes, das als... Es tut mir leid, ich mach das jetzt. Ich habe gar keine Ahnung, was du aufsammelst überhaupt. Nee, das ist die 5. Warum nimmst du die 5? Ja, ich mach das jetzt einfach, es tut mir wirklich leid. Bist du sicher, dass du 4 und 5 gerade richtig eingesammelt hast? Ja, habe ich. Also ist was das schon mal nicht okay. Warte. Ja, wir hatten alle Leben verloren. Da stand ein Beschreibungstext dran. Ich glaube, da standen Zahlen drin. In dem Text. Wir sollten danach mal hinter die Dinger gucken. Vielleicht steht da noch irgendwas geschrieben. Ja, da stand bei dieser Potion, da stand Text drin. Kann mir jemand mal ansagen, bitte? Bücherregal, dann Prismarin, Schalkerbox, Leuchtfeuer und Magma. Prismarin, Schalke, Leuchtfeuer, Magma. Der Creeper war zuerst, das weiß ich noch. 3. 4. 2. Break. Dschungel ist das letzte, davor kommt Fichte. Erstes Birke. Dann Schwarzeiche. Ja. Dann Fichte Savanne. Also Akazie. Dann kommt Fichte. Und dann der Rest. Easy. Jetzt ja. Ich nehme mal ein. Unterwasseratmung. You're only a minute away from adventure. Safeguard your DeLorean. This day, recommend for speeds over 80, also 88 km/h. Was hast du für eine Zeit drinne? Wirkungszeit? 4. Ich habe eine 3 bei mir. Oh lol. Ja, geht nach der Wirkungszeit, ist gut. Ich habe eine 3. Dann schmeiß ich dir das mal hin. Okay. Muss ich jetzt auch noch auf die Zeiten, die Zahlen da achten? Ich würde sagen, als erst solltest du die 3 reinschmeißen, dann die 1, dann die 5, dann die 2, dann die 4. Okay, mal gucken. Also die 3. Du musst ansagen, ich kann ja nicht vorne die Banner sehen. 3, 1. 1. 5. 5. 2, 4. 2 und 4. Geil. Hurra. Haben wir's? Durch. Oh Gott. Wir sind durch. Mein. Gott, Halleluja. Ja. Oh je. Guten Morgen übrigens. Danke. Was isst du denn? Brot. Was geht denn jetzt? Das Schnellste, was ging. Was passiert hier? Hä? Achso, wenn du raufgehst, wir müssen sie alle rauf... Warte mal. Nee. Ah, wir müssen sie alle hochbringen. Ja. Also der hier macht... Ich glaube, das sollte lieber einer machen. Ja, ist glaube ich besser. Digga, bist du? Nee, lass mal Jevi machen. Der hat bisher noch nicht so viel. Wow, ich darf das Schwerste machen. Das Schwerste? Ja, ich kann mit solchen Rätseln gar nichts anfangen. Ich probiere die so lange, bis ich irgendwann verzweifelt in der Ecke stehe und heule.
Weil ich keine Ahnung habe. Ich sehe hier auch nie ein Konzept drin. Seht ihr nicht das System dahinter steckt? Nö. Also ich denke mir, dass das System hinter steckt, aber naja, ich rate sowas immer. Der deaktiviert, der wird benutzt. Das letzte Mal, als wir sowas hatten, war das mit den Lampen bei Diversity 2. Ja, das habe ich auch schon nicht kapiert. Das haben wir alle nicht kapiert. Da hat System dahinter gesteckt am Ende. Ey. Ja, aber wir haben es nicht hingekriegt. Ja. Ah, ich merke nur, dass immer die Benachbarten hoch und runter gehen. Ja, die Benachbarten. Ja. Okay. Okay, damit können wir arbeiten. Nicht wirklich. Doch. Also. Moment, wenn du auf gelb, wenn du auf gelb trittst, dann geht orange wieder runter, richtig? Aber ja, die anderen beiden gehen hoch. Hä, warum denn? Oh Gott, schwarz auch? Ja. Ich mag sowas überhaupt nicht. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir einen Block am Ende drücken können, wo dann alle Benachbarten hochgehen. Geht aber nicht. So ja, einfach. Warte. Nein. Ja, ich weiß nicht, müssen die jetzt raus oder rein? Müssen alle nach oben, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, hat keiner gesagt. Das steht auch nirgendwo im Text drin oder so. Ich denke mal alle raus. Ach, fuck. Ich bin mit solchen Rätseln noch nie klargekommen. Hatte ich eben, ne? Ja. Ich komme nie auf ein System bei diesen Rätseln. Ich will die irgendwie zu den Seiten locken. Ich will die auch gleichzeitig ausmachen. Wie mache ich denn die gleichzeitig aus? Hey, warte mal, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen hier, ne? Nein! Den wollte ich gar nicht! Den wollte ich. Erik verwirrt. Da! Hä, wieso ist denn der da hinten jetzt aktiviert? So, scheiße, der schaltet sich aus. Der leckt mich doch am Sack. Hä, aber wieso? Achso, der ist ja auch damit benachbart. Boah, Leute, was haben wir uns noch für den Scheiß ausgesucht? Ich habe keine Ahnung. Kann man das resetten? Come on. Ach, wir müssen die alle reindrücken. Oh Gott. Guck mal. Wir sind fertig. Guck, die sind alle oben. Nein, jetzt. Da fehlen nur noch zwei. Ja, und das geht jetzt nicht mehr ordentlich, weil die Benachbarten sich ja immer runter sitzen. Wenn du. Hab ich's nicht. Lustig, tralala. Okay. Also, ich gehe mal von der Seite aus, ne? Ja. So, dann würde ich jetzt den auf weichen. Nein. So, denn jetzt den orangen nennen? Nee. Geht ja gar nicht. Nee, weil der nicht benachbart ist mit dem rosa. Doch. Lol. Aber jetzt sind die wieder draußen. Ah! Bleib da unten! Bleib da unten, du blöder Block! Oh, jetzt hast du eine Ampel fast. Digga, stell dich mal, nein. Ich habe keinen. Ich hätte mal bitte. Was passiert, wenn ich hier drauf springe?
wenn du jetzt auf Schwarz aufspringst, dann bleiben noch zwei übrig. Jetzt sind vier übrig, jetzt sind drei. Jetzt machst du Wirrwarr. Ach scheiße, die anderen werden ja auch. Ach Mann. Ich will aber den Schwarzen nicht drücken. Oh Mann. Geht das nicht, wenn du einfach jetzt den hier drückst? Nein, dann geht doch. Oh, dann gehen doch die drei wieder hoch. Warte mal, mach das nur. Mach das nochmal. Wenn ich jetzt den hier nehme? Jetzt oder auf den Orangen. Juhu, du hast es geschafft! Oh lol. Digga. Also, dem Raum sind wir vorhin ausgewichen. Ja, weil da waren wir vorhin und dann. Ich habe einen Nether stehen. Schön. Ah, du musst den Weg ausfüllen. So was wie ein Pokémon. Falsch. Du musst das mit einem Mal schaffen. Nee, dann mal. Hä? Zu langsam. Oder es war falsch. Hallo, resette ich dich doch mal. Du hast schon ein Feld wieder übertreten. Hier entstehen immer so Plattformen. Wo sind Plattformen? Hier kommen Plattformen. Seht ihr das nicht? Ach doch, da. Da. Hier ist ein Muster, wird kurz angezeigt. Ach so, dann musst du das Muster quasi nachbauen. Vielleicht gibt es immer einen Block, der die aktiviert. Oh Gott, warte. Ich habe einen Screenshot. Ich habe von der Platte einen Screenshot, da, leider. Da ein und da ein, okay. Da. Denn in der Mitte, ne? Den hier? Oh, warte, ich mach den Screenshot auf. Denn hier? Denn da? War das nicht so? Moment. Frage ist jetzt auch, ob das da hin muss oder hier, wo du das aktiviert hast. Aber das sieht aus wie ein Buch. Es war hier. Schau mal, du hast es eins zu weit oben gemacht. Mach mal die drei hier drüben. Musst du mal runtergehen, bitte? Nein. Ding dong, ding dong. Hier unten der. Und jetzt eins in der Mitte nach vorne. Nein. Hä? Was machst du? War das nicht so? Rick, hier. Guck mal. Hier, ja. Hier die drei Blöcke. Ja. Und jetzt in der Mitte von den Blöcken eins nach da gehen. Genau. Und das gleiche machst du jetzt eins nach oben versetzt auf der anderen Seite. Genau. Ja, so. Okay, bei dem? Haben wir noch bitte? Nicht gesehen. Ah, da war das gerade. Wenn du hier auf dieser Ecke stehst, dann kommt das warum, Bild. Warum gehst du da jetzt rauf? Weil da nur eine Ecke drauf war. Und du. Ich hab's extra so gemacht. Ja, aber du musst doch das Bild sehen. Du hast das Bild für die Seite da hinten schon wieder weggemacht. So. Ich mach gerade den hier. So, und dann die da hinten. So, jetzt, ne? Ich glaube, du hattest davon doch recht. Ich hatte Unrecht. Mit dem hier. Also der hier. Ja. Genau, andersrum. So? Nee, das muss jetzt wieder, die beiden Mittelblöcke müssen wieder angepasst werden. Das ist eine Fummelei. Nee, warte mal, hier war noch, ne? Ja, und der oben da wieder weg. Hey, wer dieses Geklingel nicht, ne, Alter, das wäre so penetrant. So, der Stuhl richtig? Passt. Der ist richtig, ne? Ja. Der das passt. Hier dürfte jetzt auch stimmen. Aber ich muss da nochmal raufgehen. Ja. Weil auf der einen Ecke. Tiger, pass auf, du darfst nicht drauf. Hier ist gerade. Mach mal ein Screenshot, Tiger. Aber ich also da, und da. So, sag an. Okay, Moment, ich muss den Screenshot aufmachen. Ich glaube, das war so. Oben waren drei braune und der ganz linke war gefärbt. Und die anderen drei waren hier oben braun. Den hatten wir schon. Die. Okay.
Es kommen. Genau da. Na, warte. Er hört gar nicht auf mich. Okay. Also die ersten drei vor. Okay, warte. Die ersten drei hier sind braun und der hier muss. Der hier ganz unten links ist gefärbt. Der hier. Der hier. Wieso der da unten? Ja, der auch. Der hier aber auch. Dann, Hallo? Dann sind zwei frei und dann auf der anderen Seite hier wieder. Hä? Da war eine? Jetzt gehst du eins nach oben. Ich geh mal hier rüber so lange, dann stehe ich nicht im Weg. Genau, dann ist eins frei, dann kommt das. Okay, die Reihe stimmt. Dann haben wir hier zwei frei und das in der das dritte ist gefärbt nur. Genau. Stimmt. Das hier, erstes ist frei, dann sind zwei gefärbt und dann ist das letzte wieder frei. Genau. Und auf der Seite hier ist gefärbt bis auf das allerletzte. Das letzte weg. Und die anderen sind aber noch gefärbt, die anderen beiden. Hä? Na, die da von der Seite. Ja. Müsste. So, und dann der hier. Halleluja. Ich hoffe einfach mal. Bedenke, dass du das Muster gerade wieder zerstört hast. Ja, ja, ich weiß. Ein E sieht aus wie ein E. Also der, denn dadurch, denn die beiden. Hast du einen Screenshot gemacht? Nö. Moment. Die beiden, den freilassen. Okay, hab. Der durch. Gut. Genau, verschieb das mich jetzt war bitte der nicht. Stuhl. Also die Schnauze, Alter! Also, machen. Oh Gott, schieb mich nicht weg. Entschuldige. Wir haben ganz rechts in der Reihe, stell dich wieder einfach gegenüber von mir, ist vielleicht einfacher. Habe ich zwei gefärbte, dann einen frei und dann wieder einen gefärbt. Genau. Dann habe ich hier einen gefärbt. Ne, warte, einen frei, einen gefärbt, einen frei, einen gefärbt. Ja. Hier ist gefärbt, gefärbt, frei, gefärbt. Hä? Hä? Ja. Irgendwann hat einen Kling gemacht. Hä, aber hier fehlt doch noch einer, oder nicht? Das in der Mitte fehlt. Ja, aber wie kommt man da hin? Von hinten. Von der anderen Seite. Alter, meine Fresse. Wartet auf mich. Hier sind Banner. Warte doch nicht auf mich. Ah, die müssen in verschiedene Richtungen zeigen. Was war das? Ah, wir müssen den Schalker irgendwo hinlenken. Aber in welche Richtung? Da. Ich glaube, der muss einmal rum. Alle berühren. Aber wie macht man das denn? Nur sie umdrehen lassen. Also hier fängt er an. Es kommt drauf an, wo du raufdrückst, auf welchen Knopf. Dann prallt er ab. Drück mal. Das Problem ist aber, dass er dann... Wir müssen, der letzte muss der Enderman sein, weil der zeigt auf den Schalker direkt drauf. Ja, den habe ich ja nur gedreht gerade. Hier, jetzt kann ich ihn drehen. Hey, drück doch nicht so schnell. Ich dachte, du warst schon so weit. Nein. Dann sag Bescheid. So, der schießt denn. Ach nee. Nicht der Enderman, sondern der hier. Der schießt auf den Schalker, glaube ich. Guter. Das kommt drauf an, wie du ihn drückst. Ach, man kann ihn drehen. Ja, durch den Knopf drücken. Drück den mal bitte. Ja, einfach 90 Grad dann. Okay. Der dahin, 90 Grad, wieder da ran. Ja, ist auch kacke. Ja. Warte mal, dann schicken wir den einmal eine Runde rum. Da lang. Den dahin. Ja, durchschießen lassen geht ja nicht, ne? Ich weiß nicht, was. Doch. Hä?
Er kann ihn auch gerade schießen, wenn man okay, diesen gut. Knopf hindrückt. Die Frage ist nur, wie benutzen wir den denn? Da, da und da. So, dann haben wir nur den hier nicht und den Slime. Glaube ich. Drück mal bitte. Warte mal, ich mache mir erstmal ein Kippchen, sonst kann ich nicht überlegen. Mein Ohr ist gerade explodiert. Wir müssen wahrscheinlich wirklich jeden einmal treffen, aber wie macht man das? Ach, das wird gleich ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Wenn ich erstmal mein Kippchen gestopft habe, dann wird das alles easy. Im Prinzip müssen die beiden Ecken hier ja dann sowieso schräge stehen, damit sie von der Ecke rausschießen. Am besten wäre es, glaube ich, aus der Ecke rauszuschießen. Also gleich in die Ecke reinzuschießen. Ich bin gerade zu blöd zum Stopfen, voll geil. Das Huhn wurde nicht berührt. Ja, das ist ja das Problem. Du kannst ja hier keine gerade Fläche machen. Ne, prallt daran dann nicht ab. Dadurch, dass der linke hier dann landete, irgendwie immer da. Vor allen Dingen der Villager schießt den gerade zurück. Egal wie der hier steht. Dann schießt er den jetzt anders. Nö. Also der Villager schießt den immer gerade zurück zur Schalkerbox. Das heißt, der Villager muss eigentlich als letztes reinkommen. Nein, der schießt nicht gerade zurück. Der schießt immer im rechten Winkel, über 90 Grad. So wie jeder andere auch. Machen wir noch einen Klingelton, ey. Ich bin echt zum Stopfen zu blöde. Naja, rauche ich halt noch eine Viertelzigarette. Rauchen macht eh doof. Oh. Wir müssen die Lichter treffen. Was? Wir müssen die Lichter treffen. Ich habe gerade das Licht getroffen hinter dir. Und dann hat es aufgeblinkt. Oh, nochmal. Ach so, wir müssen die einzelnen Lichter treffen. Ja. Wie hast du es durchgeschafft? Ach so. So, probier mal. Nein, noch nicht. Hä? War eh falsch rum. Ja, aber dann musst du es jetzt wieder... Ich will gerade drehen. So, jetzt? Ja. Darüber... Muss man auch sagen, wenn ich auch... Ich kann auch gerade schießen. So, jetzt. Yay. Okay. Wir können ja hier starten, dass es hier rüber geschossen wird. Ja, genau, stimmt. Und dann, genau. Hey. So, ne? Nein. Yay. Okay. Es fehlen noch drei. Das so rüber vielleicht. Durch und Mitte? Mitte? Hm. Super, jetzt einfach den umdrehen und dann zum Huhn lenken. Ja. Hä? Der Huhn ist doch nicht richtig gedreht. Hä? Gerade nochmal gedrückt. Hä? Bin ich doof oder was? Jetzt. Wir müssen eh beide Richtungen machen von dem Huhn. Das Huhn bleibt nämlich noch übrig. So. So, dann die Seite.